verursacht großen Schaden an Gruppen von Zombies. Okay, das ist auch geil. Gruppen von Zombies. Und wir kriegen wieder eine Pinata. 250 Münzen. Zwei Samenpäckchen für das Melonapult. Zwei Samenpäckchen für das Blitzschiff. Okay. Ich hatte die Hochwalnuss frei. Jetzt gehen wir erstmal in den Zengarten. Und die Biene ist wieder da. So, dann. Ja, was machen wir jetzt? Gib mir doch weiter. Windows Reise in den Wilden Westen. So, das sind jetzt zwei normale, zwei Poncho, ein Pylonen, ein Goldgräber, Zombie, sage ich jetzt einfach mal. Oder keine Ahnung, Dynamit-Zombie. Und ein Stierreiter-Zombie. Okay. Ich nehme die hier mit. Und das Blitzschilf. Als Stärkere nehme ich jetzt mal das Melona-Pult. Wenn es an Gruppen von Zombies Schaden macht, ist es natürlich viel geiler. Das macht. Oh, ich habe vergessen, es zu lesen. Ah, oh, das können wir hier doch mal machen. Geil. Sonnenkosten 325, Aufladedauer 5 Sekunden, Ausdauer 300 Punkte, Schaden 80 Punkte, Wurfweite, Reichweite ist die Wurfweite, Bereich 3x3. Okay, das ist geil. Melonapulte verursachen großen Schaden an Gruppen von Zombies. Feuerrate 1,5. Okay. Alle sagen, mein Kopf sieht aus wie eine Melone, sagt das mittlere der Pultgeschwister. Und sie haben recht. Frag aber besser nicht, ob es praktisch kernfrei ist. Das ist unverschämt und geht dich auch wirklich nichts an. Okay, 80 Punkte Schaden. Wie viel hätten wir hier? 20 mal 5 wären 100 Punkte Schaden. Aber immer nur auf einer Linie. Während das hier halt auf in einem 3x3 Feld macht. Das ist saugeil. Ja, nehmen wir das Melona-Pult. So, die hatten wir schon. Dann kommt noch Drachenmäulchen, Walnuss. Stachelstein nehme ich jetzt mit. Und Eisbergsalat, genau. Eigentlich bräuchte ich die Knallerbse, Mist. Dann nehme ich die Knallerbse mit. Der hat mir zwei Loren. Dann würde ich die auf diese zwei Loren die Knallerbse setzen. Lasse ich aber das Drachenmäulchen da und nehme die trotzdem mit. So. Dann geht's los. Hier eine Reihe Doppelsonnenblumen. Die Zombies kommen nicht, die sind eingefroren. Komm, mach mal bitte. Ah, oder so. Ja, dich friere ich gleich nochmal ein. Ja, da muss ich jetzt was machen. Du bist wieder eingefroren. Und dann hau ich hier das dahin. Und ich hoffe, das reicht. Das wird ein bisschen knapp. Es wurde zu knapp. Wow. Oh oh.
ja, das ist ein bisschen problematisch gerade. Puh, bleib mal da hinten bitte. Danke. Oh, das wollte ich jetzt so gar nicht, aber egal. Zurückkommen. Hier auch zurückkommen. Einfrieren. Hoch. So, So, ich warte jetzt auf. Nee, darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht warten. Aber bis da habe ich schon eins. Komm wieder her. Mist. Bitte was? Nein! Das ist gar nicht gut. Sollen wir vielleicht hier runter? Geschafft! Auch wenn es unglaublich knapp war. Boah, da oben ist sogar einer durch, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, diese Loren sind echt unpraktisch teilweise. Wenn die so hinten sind, komme ich überall nach vorne. Schade. Naja. So, Zen-Garten. Mal sehen, ob die Münze da ist. Und wir können auch garantiert wieder was pflanzen, genau. Eine Ringelblume. So, ich glaube, als nächstes nehme ich die Uhrzeit-Erbsenkanone mit. Und dann kriegen wir auch wieder eine Piñata, wenn wir das geschafft haben. So, Klavier, Hühnertyp, zwei Cowboy-Zombies und ein Pylonen-Zombie. So, ich nehme das Blitzschiff mit. Dann als Verstärkung nehme ich den hier mit. Als stärkere Pflanze, das lasse ich das Melona-Pult mal daheim. Dann nehme ich noch das Drachenmal, zack, zack, zack und Eisberg. Da. So. Sehr schön. The Zombies are coming. Nee, nee, die Zombies sind eingefroren. Aber es geht noch nichts. Ah, jetzt. Na, gleich geht der nächste. So, ich setze jetzt hier mal. Und mach das auch. Das ist
ist jetzt ein bisschen blöd. Am besten greifst du erst den an. Ich wollte eigentlich, dass du den angreifst. So, hier Blitzschiff. Ich mache jetzt erstmal eine Reihe Blitzschiffs. Und nebenbei noch eine Reihe Walnüsse. Okay, jetzt habe ich die Blitzschiffs. Dann mache ich die. Ich mache jetzt die hier. So, gleich ist die Walnuss bereit. Kommt hierher. Da kommt auch mal kurz ein Starstein. Ich bin schon hier. Neues Klavier, wieder ein Hammerstein. Wow. Ja. Und da gleich weiter. Achso, wir haben es geschafft. Ja, geil. Okay. Was kriegen wir? Wir kriegen 100 Münzen. 4 Samenpäckchen für die Knallerbse. Jetzt, Level 2. 3 Samenpäckchen für die Chili-Bohne. Hat auch Level 2. Werbung. Verliere nicht mehr als 2 Pflanzen. Oh oh. Hä? Konnte ich nicht hier. Ich konnte jetzt gar nicht weitermachen oder so. 1, 2, 3, 4. Cowboy-Zombies, der Pylon-Zombie und der Klavier-Zombie. Das Problem hierbei ist, ich jetzt darf ich den Stachelstein nicht nehmen, weil wenn da 2 Klaviere, nein, sobald 6 Klaviere gekommen sind, war es das. Dann sind nämlich 2 davon dabei. Es müssten 6 Klaviere kommen und sie müssten alle auf der gleichen Linie kommen. Oder 3 in einer. Ich würde das mal riskieren. Vorher werden aber ein paar Level erhöht. Hier, die Chili-Bohne. Besonderheit Lehmen, also die Dauer wird erhöht, Aufladedauer wird reduziert. Okay, geil. Für 1000. So, und die Knallerbse. Die Ausdauer wird um 50 Punkte erhöht, die Aufladedauer wird um eine halbe Sekunde gesenkt und der Schaden um 5 Punkte erhöht. Abgabe für 50 Münzen. Geil. Saugeil. So, das hat mir schon. Dann kommt der Blitzschiff. Jetzt würde ich gerne. Boah. Ich nehme hier das Melona-Pult. Drachenmäulchen, Walnuss. Und jetzt nehme ich die Kartoffelmine statt dem. Dann werden die hier platziert. Nee, ich nehme die Kartoffelmine statt dem Drachenmäulchen. Wenn sie durchkommen, zack. Genau, und dann halt noch der Stachelstein und der Eisbergsalat. Nee, das kann ich nicht nehmen. Dann lasse ich da nämlich diesmal nichts davon. Dann bleibe ich einfach bei meiner Standardkombination jetzt gerade.
Wobei, gilt der Eisbergsalat? Den dürfte ich ja dann auch nicht hernehmen. Oder nur einmal. Nutzung von Eisberg wird als Verlust einer Pflanze für dieselbe gezählt. Fortfahren. Ja. Ich werde sie einmal benutzen. Wobei, ich glaube, ich darf sogar zweimal benutzen, oder? Zwei darf ich mir leisten. So, also hier. Eine noch übrig. So, dann setze ich hier noch zwei und das muss dann reichen. Und dann setze ich hier lauter Blitzschiffs. Ab hier. Ich muss hier. Das wird jetzt gerade ein Problem. Ich hätte da hinsetzen müssen, dann hätten die beide den angegriffen. Jetzt greift nur der da den da noch an. Aber es scheint zu funktionieren, also lass es mal. Irgendwo ist jetzt das Klavier. So. Dann fahre ich jetzt auf das Melona-Pult, da kommen die kommen daher. Darunter ganz schnell. Und hier kommst du daher. Jetzt kommst du daher. Kommst du hierher. War's das schon? Das hat funktioniert. Ich könnte jetzt einfach mal einen Stachelstein dahin tun, dann wäre auch kaputt, aber egal. Was ist das? Walnuss Verbandskasten. Einfach über beschädigten Verteidigungspflanzen pflanzen und schon sind sie wie neu. Oh, cool. So, was war da jetzt? Habe ich da irgendwas benutzt? Ach nee, das war von vorhin noch. Das war die Urzeit-Erbsenkanone, glaube ich. So, ich würde mir das gerne durchlesen. Da. Ja, da steht nichts Neues. Okay. Steht das gleiche wie vorher. Dann spielen wir weiter.